Training. Training sind ja nur 4, die trainieren müssen. Und 4 kann ich ja gleichzeitig trainieren. So, was will ich jetzt freischalten mit den 3 Punkten? Im Augenblick gar nichts. Im Augenblick würde ich mich nämlich immer noch auf Frieden und Beute sparen. Genau. Schätze könnte ich kriegen. So, sobald die Squads trainiert sind, werde ich sie wieder auf Materialüberfälle losschicken. Damit wir eine zweite Vorratskammer bauen können. Die können wir dann hier hinbauen. Heroes are entering your dungeon. Ah, Helden zum Extrahieren. Oh, das sind sogar gar nicht mal so wenig Helden. Wir gehen erstmal in eine Sackgasse. Jetzt gehen sie da runter. In die Bar. Gut, jetzt kann ich euch mal die Kneipe zeigen. Die macht nämlich nichts weiter. Übrigens schwimmt hier ein toter Imp im Bier. Was schon mal sehr toll ist. Die macht nämlich nichts weiter außer Helden besoffen. Also die freizuschalten orientiert sich eigentlich meiner Meinung nach fast gar nicht. So, die kriegen jetzt was zu trinken. Ja, der nimmt vorher einen Schluck draus und jetzt gibt er den das Trinken. Achtung. Jetzt nimmt er noch einen Schluck draus. Gibt dem das Trinken. Und genau, Schaden gesenkt. Ein Beschützer, ein Mechaniker und ein Kleriker. So, Schaden gesenkt. Sehr gut. Wenn der getrunken hat, machen wir sie einfach platt. Genau, die können nämlich jetzt fast gar nichts mehr, weil ihr Schaden einfach mal halbiert wurde. Das gibt uns einfach nur schöne Erfahrungspunkte. Sag bloß, wir können unsere eigenen Leute zum Saufen schicken. Nein. So, wir können sie jetzt aber hier rüber porten. Essen schicken und dann schicken wir sie los. Material besorgen. Und vielleicht etwas Gold. So, die Truppen sind satt. Also Material. Und weil es sich anbietet und so nah ist, auch gleich Gold. So, ich bild hier. Erstmal setze ich hier einen Arbeiter. Hey, Helden extrahiert. Also, her mit Frieden und Beute. So, ich schalte hier. Ich bild mal einen Schaman aus. Einfach um noch mehr die ECs zu kriegen, weil dafür kriege ich ja fürs Einheitenbeschwören kriege ich ja auch die ECs. Und solange ich es kann. So, ich habe Gold, ich habe Materialien. Jetzt könnte ich theoretisch Waffen und Rüstungen freischalten. Oder muss ich auf was anderes sparen? Eigentlich möchte ich gerne auf Sarkanum sparen und auf den Minotaurus. Deswegen machen wir hier als nächstes hier unseren Durchbruch und holen uns die Fallen, die der Fallenmeister bauen kann. Und bauen eine Vorratskammer noch irgendwo auf. Hier könnten wir eine hinbauen.
Aber ich möchte lieber hier irgendwo eine hinhaben. Und da unten könnten wir auch eine. Da könnten wir eine Schatzkammer dann hinsetzen. So, eine Vorratskammer. Und ihr... Haut mal die Barrikade da weg. Und kümmert euch um die Jungs hier. Oh, die könnte ich auch extrahieren, die Figur. So, ich sollte gleich noch eine Vorratskammer setzen. Die kann ich ja wirklich hier hinsetzen, oder? Oder hätte ich sonst noch wo Platz? Hier ist nämlich kein Platz mehr jetzt. Hier ist auch alles zugebaut. Hier könnte ich es hinsetzen, hier nicht. Oh, hier hinten. Ja, mach dich mal nützlich da hinten. Setz da hinten noch eine Vorratskammer hin. Out of the pit into a hell. So, und jetzt können wir neue Waffen, Fallen bauen. Nämlich den Schrumpfer. Betäubt die Einheit eine Sekunde lang und fügt 50 Schaden hinzu. Den Quetscher und den Fleischklopfer. Den ich ziemlich übelst gemein fies finde. So, und wir können das Arcanum freischalten. Für das wir erstmal wieder mehr Platz brauchen, hier hinten nämlich. Das heißt, da müssen wir uns erstmal ein bisschen wieder durchmuschen. Wobei mir zwei Trupps dafür ehrlich gesagt zu wenig sind. Ich sollte damit noch einen dritten Trupp beschwören. Du gehst mal trainieren. So, für den dritten Trupp brauche ich auf jeden Fall einen Berserker, einen Priester und einen Recken. Gold und wie viel Materialien kann ich lagern? Mehr als genug. Dann los, holt mir Materialien. So, jetzt könnte ich aber endlich Rüstungen und Waffen freischalten. Oder ich spare auf den Taurus. Also ja, wenn ich die beiden Einheiten nicht freischalte, den und den, dann kann ich die beiden Punkte nicht bekommen. Aber so verbratze ich 4 Punkte. Das heißt, ich habe ein Minus von 2, die ich auch woanders reinstecken könnte. Oh, und ich sollte das Ding irgendwann mal besetzen. Dazu mache ich mal die Bar frei. Besetzt die Schmiede. Habe ich da... Ja, ich habe wieder meinen Fernkämpfer verloren. Sehr gut. Ein Speer. Jetzt muss ich warten darauf, dass die Schatzkammer gefüllt wird mit dem Gold. Ich habe zurzeit leider nicht genug Imps. Ich sollte vielleicht die Bevölkerung, das volle Haus freischalten. Fallenmeister. So, gut, ich habe das Gold. So, also habe ich jetzt auch Trupp 3 zur Verfügung. Trupp 1 geht zum Trainieren, Trupp 2 und Ball kann ich schon mal hier hinporten. So, die kommen zum Training. Hier muss ich mal frei machen. So, ich hoffe, dass da klappt so. Es müsste aber eigentlich klappen, theoretisch. Theoretisch müsste alles klappen. Erst den Schreckenslord freischalten, dann kriege ich nämlich wieder einen Punkt mehr, den ich dann in die Waffen stecken kann und in die Rüstungen eigentlich. Und dann kann ich mir irgendwann noch kostenlose Einheiten holen. Aber jetzt mal Fallen aufstellen. 4 verschiedene Fallen ist kein Problem. Ich stelle erstmal hier eine Säurefalle auf und dazu den Quetscher. Dahinter einen Schrumpfer. Und dahinter einen Fleischklopfer.
Ah, am besten gleich zwei Fleischklopfer. Genau, und jetzt habe ich genug für meinen Schreckensfürsten. Mist, ich hätte mir Taurus zuerst freischalten sollen. Egal, ein paar Schreckensfürsten beschwören. Und dann die Leute mal Essen schicken. So, dann kann ich nämlich die Berserker, beziehungsweise erstmal die Speere, obwohl ne, die Berserker, wenn es soweit ist, oder allgemein, wenn Plätze frei werden, die durch Schreckensfürsten. So, Helden im Dungeon. Ich sollte vielleicht noch zwei so Säurefallen hier aufstellen. Genau, einer wurde betäubt. Wow. Ja, der da wurde betäubt, indem er einfach mal, ja, die beiden wurden sogar betäubt, indem sie einfach mal zusammengequetscht wurden. Oh, und da sind Materialien jetzt, nehme ich an. In den Säcken. Bong. Und ich habe ihn eben verloren. Wie viel kann ich jetzt eigentlich mittlerweile? 11. Sehr schön. Und ich kann noch euch zum Essen schicken. Und kann jetzt den Taurus freischalten. Sowohl den Taurus als auch Rüstungen. So, genau, die Helden sind hier alle tot. Hat zwar meinen Zerfleischer ziemlich aufgebraucht. Aber hey, ich habe zwei hintereinander. Das dürfte also auch reichen für eine Weile. Wenn ich komme, halt noch mehr Säurefallen und Verlangsamungsfallen. Ohne Verlangsamungsfalle könnte ich bauen, hätte ich genug Fallenslots frei. So. Schicken wir mal die Leute alle. Was zum? Ah, so rum geht's, Gott sei Dank. So, alle Heldeneinheiten in den Extraktor. Und ich habe wieder ein Imp verloren. So, jetzt klopft euch mal. Hier habe ich das letzte Mal ziemlich abgelöst mit dem Raum. Was ich gerade übrigens wieder tue irgendwie. Ich habe nämlich schon... Ja. Ihr beide kriegt mal Rüstungen. Ihr beide auch. Na doch, nicht einzeln reinlaufen. Jungs, was macht ihr denn? Ja, mein Pri... Das finde ich irgendwie nicht besonders toll, wenn sie da so unkoordiniert sind. Ich habe nämlich jetzt einen Priester verloren. Einen Priester verloren und den Schaman. Naja, das kann ich noch einigermaßen ausgleichen, indem ich einen neuen Priester rufe und einen Taurus. Dafür brauche ich aber noch 5 Pilze. Und ich brauche wieder neue Gehilfen. Das Wort 1 auch einfach jetzt losschicken. Ich kann Waffen. Squad 1 einfach losschicken, neues Material besorgen. Das geht, glaube ich, schneller. Und doch mal ein paar Pilze umwandeln. Jetzt kann ich mir nämlich den Taurus leisten, gerade so.
Und ich kann hier schon mal zum Ausgang rüber graben. So, jetzt fehlen nur noch die hier. Ah, ich kann hier erstmal hier so graben und dann hier so. Sehr gut. Wie sieht's aus mit dem Extraktor? Wie viele Helden habe ich schon extrahiert? Ah, die maximale Anzahl. Jetzt kann ich nur noch Helden töten. Okay, das heißt, ihr werdet zum Material gemacht. Töte ich dir schon mal die Minions ein bisschen weg. So, ihr habt einen Überfallerfolg. Jetzt brauche ich nur noch das Material, was da liegt.